Schön, euch wiederzusehen, Inquisitor. Darf ich euch Professor Bram Kenrick vorstellen? Er ist der Grund, warum wir hier sind. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen, euer Gnaden. Professor Kenrick unterrichtet an der Universität von Orlais. Ich ließ mich aus Starkhaven dorthin versetzen. Als ich dann in Valroajo war, habe ich etwas absolut Unglaubliches entdeckt. Nach 800 Jahren können wir jetzt womöglich endlich herausfinden, wo die Ruhestätte des letzten Inquisitors liegt. Ja, dann begrüße ich euch auch zu einer neuen Aufnahmesession. Na gut, mal gucken, was haben wir denn hier so Feines zur Auswahl. Und nebenbei, das hier ist eines der DLC, und zwar Harkons Fänge. Ich dachte mir, bevor wir den großen Kampf gegen Korypheus zu einem Ende bringen, sollten wir vielleicht das hier noch machen. Okay, ich weiß von Inquisitor Ameridan. Okay, was ist das für ein Name? Den Büchern zufolge war Inquisitor Ameridan ein Drachenjäger, der während seiner letzten Expedition verschwand. Ja, exakt. Wie ich sehe, habt ihr Littrecs Vorläufer der Kirche gelesen. Inquisitor Ameridan trat zurück, kurz bevor die Sucher der Wahrheit durch das Abkommen von Nevarra in die Kirche eingegliedert wurden. Er jagte Dämonen, Drachen und gefährliche Abtrünnige noch bevor die Templer überhaupt existierten. Wow. Ich finde Geschichte ja faszinierend. Vor allem, wenn sie uns hilft, die Ausrüstung eines berühmten Dämonenjägers aufzuspüren. Auch wieder wahr. Wenn der letzte Inquisitor seit 800 Jahren verschollen ist, ist es nur angemessen, dass die heutige Inquisition die Suche nach ihm unterstützt. Eure Späher haben in der Gegend einige Artefakte gesammelt. Sie könnten hilfreich sein, um herauszufinden, was Inquisitor Ameridan vorhatte. Ich habe ebenfalls Neuigkeiten. Wir sind im Norden auf feindselige Avar gestoßen. Sie nennen sich Harkons Fänge. Außerdem gibt es noch einen Stamm der Avar im Osten. Im Gegensatz zu Harkons Fängen sind sie uns bislang freundlich begegnet. Wer sind Harkons Fänge? Sie sind feindselige Avar, die jeden Späher oder Forscher der Inquisition angreifen, der in ihre Nähe kommt. Wir haben Soldaten als Schutz entsendet, aber die Harkoniten sind gerissen und erbarmungslos. Außerdem kennen sie die Senke besser als wir. Ich fürchte, unsere Leute werden nicht lange standhalten können. Na super. Ich dachte, wir könnten vielleicht ein wenig plaudern. Jederzeit, Inquisitor. Ja, und jetzt wissen wir auch schon mal, warum das DLC Harkons Fänge heißt. Und falls ihr euch fragt, ob ich es schon mal gespielt habe, nein, das habe ich noch nicht. Das ist jetzt ein totaler Blind Run, wie man so schön sagt. Es heißt, ihr wärt in einem Dorf aufgewachsen. Wo habt ihr gelernt, wie man kämpft? Wie man einen Bogen spannt und all das? Ein bisschen hier, ein bisschen da. Man lernt so einiges, wenn man ein kleines Zwergenmädchen in einem Dorf voller rotziger, feraldischer Jungen ist. Ich bin mit der Klinge keine Künstlerin. Ich weiß einfach, was wehtut und wie man jemanden möglichst schnell ausschaltet. Ich habe in meinem Leben schon reichlich Schienbeine malträtiert. Und auch einige andere Körperteile. Ihr wisst schon. Und das Bogenschießen? Ein reisender Jäger hat mir meinen ersten Bogen geschenkt und mir die Grundlagen beigebracht. Anschließend habe ich für mich allein weitergeübt. Hauptsächlich an Eichhörnchen. Und an Henrik von nebenan. Aber nur mit stumpfen Pfeilen. Na, wie nett. Ach, Harding muss man einfach nur lieb haben. Habt ihr Kenrick schon näher kennengelernt? Ein bisschen. Er ist ziemlich nett, nicht wahr? Und klug. Er liebt seine Bücher. Einmal habe ich Hallo zu ihm gesagt, als er gerade in einen seiner riesigen Wälzer vertieft war. Er hat gekreischt wie ein kleines Mädchen. Jetzt kann ich gar nicht mehr damit aufhören. Es ist einfach zu lustig. Tja, was ich lieb, das neckt sich. Wir setzen unser Gespräch ein andermal fort. Na dann, passt auf euch auf. Harding kann man wirklich einfach nur knuddeln, also. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber wirklich. Die Person, die Harding nicht gern hat, die Person muss ich wirklich mal kennenlernen, also. Ich glaube nicht, dass es auch nur einen Spieler gibt, der sagen würde, ich hasse Harding, also. Natürlich klauen wir noch ein paar Bücher. Und Professor Bram Kenrick. Er schaut aber wirklich wie ein kleines Mädchen schreit. Lady Hahn, ich meine Späherin Harding, hat hier eine beeindruckende Truppe. Ihre Leute haben zahlreiche Artefakte geborgen. Wenn es irgendetwas gibt, das ihr aufspüren wollt, ist Späherin Harding genau die richtige Frau für euch. Ich wünschte, es wäre so einfach.
Nach 800 Jahren können wir nichts weiter tun, als nach Spuren zu suchen. Stoffe und Leder werden schon seit langem verrottet sein, sofern sie nicht verzaubert waren. Lediglich Metall und Stein ist noch identifizierbar. Und was die Sache noch komplizierter macht, sind jüngere Stücke der Avar und natürlich antike Stücke, die dem Reich von Tevinter zuzuordnen sind. Glücklicherweise habe ich einige für die Epoche spezifische Schnallen gefunden, die eindeutig auf unseren letzten Inquisitor hinweisen. Oh, das ist doch interessant. Was habt ihr herausgefunden, Professor? Bislang weist alles auf das Flussufer nicht weit im Süden hin. In der Nähe des Ufers hat irgendeine Schlacht stattgefunden. Sie waren in großer Eile. Die Späher haben von einer Insel in der Nähe einer Fischersiedlung der Avar berichtet. Aber die Avar selbst wollen kaum etwas darüber preisgeben. Ich werde nach einem Weg auf diese Insel suchen und nachsehen, ob dort irgendetwas Nützliches zu finden ist. Ausgezeichnet. Ich fahre derweil mit der Untersuchung der Fundstücke fort. Mit ein wenig Glück finden wir beide ein paar Antworten. Und noch etwas. Colette, eine meiner Forschungsgehilfinnen, hat Untersuchungen über ein altes Bauwerk im Norden angestellt. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit unseren Nachforschungen in Zusammenhang steht, aber es könnte nicht schaden, mal bei ihr nachzufragen. Okay, da haben wir wieder viel zu tun. Die Senke ruft. Quest abgeschlossen. Na super. Ja. Wenn wir schon mal in der Hütte des Professors sind, rauben wir ihn natürlich aus. Wie ein echter Schurke. Na gut. Ja. Mein Hals ist leider noch ein bisschen rau, aber zumindest kann ich jetzt wieder etwas reden. Dann schauen wir mal. Zum Teufel. Okay, wer sticht hier ein Schwein ab? Ah, wieder ein paar Risse. Da können wir doch gleich mal gucken, ob wir dem gewachsen sind. Denn der beste Weg, um herauszufinden, ob man dem Gebiet schon etwas überleben kann, da ist es, einen Riss aufzusuchen. Oder einfach so lange laufen, bis man auf Gegner trifft. Wenn man krepiert, weiß man, man ist zu schwach. Dann schauen wir mal. Ah, 20, gerade so. Ja, da sieht man es wieder mal. Obwohl man das Gebiet sehr früh freischalten kann, sollte man erst gegen Ende. Ein Albtraum. Hecke dir an. Das erste Mal ist ein Thema noch nicht hört. Ich sag weg mit dir und der haut ab. Okay, da. Ah. Natürlich kann sie magische Säuberung nicht nutzen. Nein, du wirst mich nicht töten. Aber das klingt ja auch besser. Ich merke schon, diese Viecher sind sehr stark. Zum Glück habe ich inzwischen den Tempel vollständig aufgerüstet können. Ja. Ah. Achso, ja. Schon ist doch pennen.
Naja, das kriegen wir schon hin. Stören wir halt nochmal den Riss. Oh, bist du hässliches Spinnvieh. Ah. Okay, du bist kein hässliches Spinnvieh. Und Bull hat einen Stift aufgegeben. Riss im Grund geschafft. Okay. Na dann, Bulli. Lern mal ein bisschen mehr. Na, das lief doch schon mal ganz gut. Was noch bleibt? Eine geheimnisvolle Insel in der Frostgipfelebene. Na gut, ich würde mal sagen, wir machen erstmal die ganzen Lager hier. Und beten, dass uns keine feindlichen Avar hier begegnen. Und? Okay, hier scheinen wirklich keine zu sein, sonst wären die wahrscheinlich durch meinen Schreier hier. Na gut. Ja. Das sieht doch schon mal sehr bewohnt aus. Aufbrecher, das scheinen einfach unsere Leute zu sein. Oh, warte mal. Ja, schon wieder diese komischen Viecher. Was ist hier? Oh, erschreckt mich doch nicht so, Leute. Also. Nee, nee. Anscheinend sind hier wirklich noch alles unsere Leute. Na gut. Haben sich ja ganz schön breit gemacht hier. Ah, da sind jetzt anscheinend die Avar. Au! Oh, mein Fuß. Mein Fuß. Oh Mann. Tatsache, das sind die Avar. Mal gucken. Da, die Flachländer. Töte den Inquisitor. Wow. Und seinem Stamm. Zum Roma Harkons. Lass mich verraten. Hat der letzte Inquisitor irgendwas mit eurem großen Harkon angestellt oder so? Harkons Fänge scheinen uns nicht zu mögen. Ach recht. Was haben wir denn jetzt? Ich schätze, mit dem Leben im Zirkel und wo auch immer ihr in Orlais wohnt, kommt ihr nicht sonderlich oft raus, my lady. Es ist ein wenig ungewohnt, ja. Das Leben in der freien Natur ist einfach großartig, nicht wahr? Ich hege die Absicht, ein Bad anzulegen, sobald wir das nächste Mal unser Lager aufschlagen. Ihr werdet für mich nach frischem Wasser suchen müssen. Ja, my lady. Okay, Bulle, seit wann bist du Vivians Diener? Und so wirklich. Aha. Gucken, was haben wir hier denn alles? An vorderster Front, Harkons Fänge greifen Soldaten der Inquisition an. Und hier gibt's noch mehr Sachen. Ich denke mal, da auch noch ein Riss ist, können wir da eigentlich einfach hingehen. Ach, querfeldeinrennen ist doch immer noch am schönsten.
Ah, da ist er also. Das zeigt euch. Ah, Butter. Soldaten der Inquisition. Wir sollten ihnen helfen. Akoniten. Na super. Kommt vorher, ja. Wow, wow, wow. Haben wir gut hingekriegt. Leutnant Pharaoh, Sir. Wir haben diese Hakoniten-Bastarde zurückgeschlagen. Meine Männer und ich werden diesen Ort halten. Die Hakoniten am Fluss stellen jedoch weiterhin eine Gefahr dar. Nach der letzten Schlacht brauchen wir Zeit, um alles zu befestigen und uns zu formieren. Okay, wie ist die Lage? Wie ist die Lage am Fluss? Die Hakoniten und wilden Tiere dort machen es nicht gerade leicht, diesen Ort zu halten. Der Fluss ist für die Inquisition die beste Möglichkeit, Nachschub aus der Himmelsfeste zu schicken. Nur müssten wir ihn dafür sicher bereisen können. Die Hakoniten haben entlang des Ufers Lager errichtet und greifen jeden an, der in Sichtweite kommt. Alright, die werden mich nicht kommen sehen. Das wäre vorerst alles, Leutnant. Sir. Ja, Sir. Gucken wir uns an, die hier drin. Oh, ein Bogen. Aber erstmal natürlich unsere guten Jungs hier wieder aufbessern. Wir haben ja schon mal gut aufgeräumt. Mal auf zum nächsten Riss. Oh, mit dem Elfenwurzel. Ihr müsst nicht abhauen, ihr kleinen Viecher. Ich muss schon sagen, sieht das ganz nett aus. Hier, wollte ich gerade sagen. Lass mich raten, ihr seid auch abhängig.